Es ist angerichtet. Finale in der Sporthalle am Hallo. Wer greift zum Titel? Der FC Krai oder der SC Steele 0320? Jetzt hier bei www.powerplay-tv-essen.de. Ja, wir sehen den Einlauf beider Mannschaften. Das Licht geht aus. Es kann losgehen. FC Krai, der Niederrheinligist, der Favorit gegen den SC Steele 0320 aus der Bezirksliga, die sich überraschend aufgrund des besseren Torverhältnisses gegen den ESC Rellinghausen in ihrer Gruppe durchsetzen konnten und dementsprechend hier im Finale standen. Beide Mannschaften natürlich angespannt. Und die Steele hatten hier nichts zu verlieren. Die hatten es überraschend hierhin geschafft. Und für die war es jetzt schon der krönende Abschluss einer guten Hallenserie. Und natürlich 80% der Halle fest in Kreier Fanhand. Und die restlichen 20% gehörten dem SC Steele. Und natürlich auch die neutralen Anhänger fieberten mit dem Außenseiter. Man sieht hier gleich, was der SC Steele spielerisch unterlegen war. Versuchten sie mit Kampf wettzumachen. Dann Philipp Schmidt mit dem Fehlpass und dann die Steeler ganz schnell nach vorne. Da wird Quergelicht und der Außenseiter führt hier. 1:0 Andreas Ripke. Steele 0320 geht in Führung. Und die kleine Anhängerschar der Steeler feierte das natürlich. Dann Eluriaci. Scheitert an Torben Ridder, aber im Nachsetzen Kevin Barra mit dem Ausgleich. 1:1. Manns, Eluriaci scheitert dann noch. Torben Ridder pariert den Ball gut. Aber der Ball fällt Barra genau vor die Füße. Und weiter der FC Krai mit Eluriaci. Und in der Mitte verpasst Sufjan Rami die Chance. Und weiter geht's. Rami am Ball. Da zieht er schön in die Mitte. Und der Ball passt 1:2, Sufjan Rami. Der Topfavorit aus Krai geht in Führung. Toll gemacht von Sufjan Rami, da schließt er super ab. Keine Chance für Torben Ridder im Tor der Stelenser. Die Stimmung hier in der Halle war natürlich zum Genießen, auch wenn der FC Krai hier mal scheiterte. Pleimes. Da setzt er sich wunderbar durch und dann verliert er Alouche und Kevin Pleimes mit dem 2:2. Der Ausgleich, wunderbar, da ist er schön quer zum 16 Meter Raum gelaufen, lässt Alouche keine Chance. Kevin Pleimes, der spielte ein richtig gutes Turnier. Aber dann wieder der FC Krai. Da scheitert Eluriaci. Kona Ball. Mit dem Fernschuss und eine gute Parade von Omar Alouche. Da kommt Ripke hier einen Schritt zu spät. Und das tut natürlich weh. Und dann gab es hier die 2-Minuten-Strafe. Überhartes Einsteigen. Das wollen wir in der Halle natürlich nicht sehen. Dementsprechend die 2-Minuten-Strafe geht in Ordnung. Und das macht es für den Außenseiter aus Steele natürlich richtig schwierig. Und die Kreier wollten sie jetzt natürlich ausgucken. Barra. Wieder Barra. Schön quer auf Eluriaci. Und dann passt es. Da haben sie sich die Steeler schön zurechtgelegt. 2:3 für den FC Krai. Thank you.
Und die Kreier, die hatten richtig gute Laune. Aber die Steeler allen voran mit Kevin Plymouth versuchten natürlich, diese Laune zu vermiesen. Und dann wunderbar durchgesetzt, der Ball quergelegt. Ausgleich, wieder Kevin Plymouth. 3:3 für den SC Steele. Wahnsinn, die kamen hier wieder zum Ausgleich. Die boten den Kreiern hier Paroli. Da sieht man es, Philipp Schmidt macht da den Schritt vom Ball weg. Der Steeler spritzt dazwischen, Licht quer auf Plymouth. Und er bringt das Leder im Tor unter. 3:3. Und wieder Rami, Licht quer auf Eloriachi. Gute Parade, Torben Ridder mit dem Fuß. Ricardo Zweck versucht da noch Druck zu machen. Und dann Kunz Mutzinski. Verlegt er den Ball an Rami Eloriachi. Das gibt's doch gar nicht. Das Tor war frei und er schießt den einzigen Spieler an, der da auf der Linie steht. Elias Eloriachi vergibt die Riesenmöglichkeit hier zur Führung. Und dann wieder der SC Steele. Plymouth. Oh, da sieht man es. Der Ball an den Pfosten. Da war Alou schon geschlagen. Aber die Kreier. Hier dann mal im Glück. Kevin Barra. Und auch der scheitert wieder an Torben Ridder. Und die Steeler. Die hatten jetzt natürlich Zeit. Die wollten das Unentschieden hier irgendwie über die Zeit retten. Die wollten im 9-Meter schießen. Philipp Schmidt. Aber auch der im Abschluss zu schwach. Aber die Kreier weiter im Ballbesitz. Andreas Ripke für Steele am Ball. Und dann wird er gefoult. Alouche, nochmal hoch und weit. Wieder Eloriachi. Und Torben Ridder hat den Ball da sicher in der Schlussphase der Partie. Eloriachi wunderbar aus der Drehung, aber Torben Ridder steht da goldrichtig und hat den Ball sicher. Wahnsinn, Steele rettet sich hier ins 9-Meter-Schießen. Die Überraschung ist perfekt, die Lotterie kann losgehen. Was ist jetzt noch möglich für Steele 0320 gegen den FC Krai? Wer hat die besseren Nerven? Und da klatschen sie sich natürlich alle ab. Ein gutes Finale. Und so wünscht man sich das natürlich. Der Außenseiter bietet Paroli. Und rettet sich hier ins 9-Meter-Schießen. Das haben sich die Kreier sicherlich anders vorgestellt. Und Lars Krüger, der stimmte sein Team jetzt ein. Fragt nach, wer will, traust du dir das zu? Und auf der anderen Seite Slavko Franic und Frank Burchardt. Eben mit denselben Fragen an ihre Spieler. Wer hat den Mut, hier in der Halle zu bestehen? Und da sehen wir Alouche mit Ersatzkeeper Red. Die besprachen sich. Und die Fans des FC Krai taten ihr Übriges, ihre Kreier hier zu unterstützen. Und es kann losgehen. Andreas Kohn gegen Omar Alouche. Alouche ist dran, aber Kohn macht ihn. 4:3 für den SC Steele. Und Eloriachi gegen Ridder. Verzögert, aber verwandelt sich ja, verliert den Keeper hier. 4:4. Und dann hat der nächste Schütze des SC Steele. Hat er die Nerven?
Alouche ist dran, aber nur mit den Fingerspitzen und der Ball schlägt unten links ein. 5:4, Stille wieder in Führung. Und Kevin Barra ist der Nächste, der sagt, gib mir das Leder. Ich mache hier den Ausgleich, ich mache ihn rein. Tom Ridder geht wieder auf die Linie, der Keeper, der Stähler. Kevin Barra gegen Ridder. Und Barra mit Glück in Pfosten. 5:5. Und es war wieder der SC Stähler dran. Ah, Alouche wartet da lange. Aber sicher verwandelt. 6:5. Für Stede 0:3:20. Die freuten sich ja natürlich, die glaubten an ihre Chance. Und auch der FC 3 verwandelt sicher. Wir haben wieder einen Gleichstand. Und Vigan Gashi legt sich den Ball zurecht gegen Omar Alouche. Gashi gegen Alouche. Und Alouche hat ihn! Omar Alouche wehrt die Kugel ab gegen Vigan Gashi. Unglaublich, der FC Krai mit der Riesenchance. Und da trösten sie natürlich Gashi. Muntern ihn auf. Und da wird Torben Ridder verladen. Der FC Krai geht hier in Führung. Und die fielen sich hier natürlich schon in den Arm. Aber es musste noch weiter geschossen werden. Und jetzt Kevin Plymouth. Der hatte bis hierhin ein gutes Turnier gespielt. Der sagt, gib mir die Kugel, ich mach ihn. Plymouth gegen Alouche. Und Alouche hat ihn wieder. FC Krai gewinnt. Der neue Hallenstadtmeister heißt FC Krai und die Freude war überragend. Und natürlich der SC Stähler etwas enttäuscht. Wir sehen es unten rechts im Bild, aber auch die konnten feiern. Die sind hier überragend Zweiter geworden. Und genießen sie einfach die Stimmung beim Feiern. Beide Mannschaften gingen dann natürlich zu ihren Fans, wollten sich hier gebührend verabschieden. Aber der große Top-Favorit, der FC Krai, hat sich hier im Turnier durchgesetzt. Und man muss auch dazu sagen, die haben hier nicht ein Spiel verloren, die Kraier. Von der Qualifikationsrunde bis zum Finale blieben sie ungeschlagen. Co-Trainer Lars Krüger, der hier das Zepter in der Hand hatte bei den Kraiern, hat alles richtig gemacht. Seine Kraier feierten hier unter den Augen eines großen Medienaufgebots. Ja, und seien Sie dabei jetzt hier bei der Siegerehrung zusammen mit Günther Oberholz. Natürlich sind mit dabei die Sponsoren Axel Stauder von der Stauder Brauerei und Markus Buchbinder vom Autohaus Buchbinder, die hier mit Günter Oberholz die Preise überreichen. Ich möchte mal Folgendes sagen. Ich war ja schon des Öfteren hier in dieser Halle beim Hallenfußball und ich muss sagen, ich habe viele spannende Spiele gesehen. Aber was heute hier am Endspiel so gelaufen ist und auch in der Zwischenrunde dritter, vierter Platz, das muss ich schon sagen. War wirklich noch ein Tüpfelniveau drauf mit dem 9-Meter-Schießen. Die Spannung war bis zur letzten Sekunde da. Ich muss sagen, es gibt eigentlich gar keine Verlierer. Es gibt
Erstplatzierten, Zweitplatzierten, Drittplatzierten und so weiter und so fort. Also, und eins muss ich auch sagen, es wurde auf hohem Niveau gespielt, es wurde ein technischer Genre auf Fußball gespielt, soweit ich das beurteile. Super spannendes Finale, auch die Halbfinale davor. Eine ganz, ganz tolle Atmosphäre in der Finale, die immer noch extrem toll anhält. Man versteht ja kaum sein eigenes Wort hier. Die Fans sind immer noch total dabei. Ganz, ganz klasse. Ich gratuliere allen Mannschaften zu ihrem Erfolg. SU Stimme Lübeck. Ja, dann der Vizemeister SC Steele nahm hier seinen Preis entgegen. Stellvertretend Andreas Ripke für den SC Steele. Und man sieht ihm die Enttäuschung natürlich an. Und jetzt der FC Krai, der Sieger. Und Sufjan Rami nimmt hier stellvertretend für seine Mannschaft Preis und Pokal entgegen. Herzlichen Glückwunsch an den FC Krai und natürlich auch an Steele 0320. Ja, der Jubel des FC Krai war hier natürlich groß. Und wir lassen Sie dann jetzt mit der Stimmung alleine. Genießen Sie es einfach. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind bei www.powerplay-tv-essen.de. Thank you.
Hey, hey, hey.